Ja, hallihallo, der Blumenmann ist wieder da und ich habe gedacht, hei, ei, ei, Frühling, Tulpenzeit, ja, die hat gestartet und ich habe gedacht, ich zeige euch heute drei Ideen mit Tulpen, schnell und einfach für eine solche Vase, für eine solche Schale und für eine solche große Schale. Schnelle, einfache Tulpenideen und ja, wir starten mit den lila Tulpen, die stellen wir hier rein, aber nein, das sieht natürlich nicht so toll aus. Dadurch habe ich gedacht, wir nehmen doch ein wenig vom Heidelbeerkraut, machen da eine Spirale, das heißt unten legen wir die Stiele schön in eine Spiralenform, wie beim Mikado zum Beispiel, wo wir da die Stiele alle schön in die gleiche Richtung legen. Das Ganze locken wir ein wenig mit diesem Heidelbeerkraut auf, damit das Ganze auch etwas aufgelockert aussieht. Wenn wir diese Kreation einfach, wie sagt man, so in die Vase stellen würden anschließend, dann zerfällt das Ganze ein wenig. Und dadurch habe ich gedacht, könnten wir so Abfallprodukt nehmen, zum Beispiel altes Geschenkpapier oder wir können zum Beispiel alte Zeitung nehmen und mit diesem Material kannst du dann diese Tulpen einpacken. Wir packen die Tulpen mit einer Manschette ein, da können wir das Papier nehmen. Ich mache dann oftmals so, dass ich da unten und oben ein wenig die Kante abklappe und so die ganze Kreation einpacke. Das kannst du mit 5 Tulpen, mit 20 Tulpen machen. Du musst einfach immer überlegen, wie viel Papier benötige ich da. Und da kannst du wirklich eine ganz kleine Tulpenkreation in eine schöne große Vase einstellen. Unten binden wir mit dem Naturbass die ganze Kreation zusammen, oben mit dem Tacker schnell einen Tacker geben und so hast du schwuppdiwupp eine coole Tulpenkreation in einer großen Vase. Du kannst diese Kreation auch in diese große Vase reinlegen und das sieht auch toll aus. Einfach aufpassen, dass alle Tulpen schön im Wasser sind und dann wachsen dann die Tulpen aus der Schale raus, aus der Verpackung raus. Das sieht auch toll aus. Je nach Tulpensorte wächst die Tulpe vielleicht etwas wilder oder etwas geradliniger. Zum Beispiel diese Stronggold-Tulpe, die wächst immer schön gerade, die verfällt auch nicht, verfleddert auch nicht. Ja, wir kommen aber jetzt zur nächsten Kreation und zwar zum Stehstrauß in dieser kleinen Vase. Was habe ich da? Ich habe da vorbereitet so Kornuszweige. Und diese Kornuszweige habe ich in verschiedenen Längen und verschiedenen Dicken schon mal vorbereitet. Und habe da jetzt so eine Handvoll von diesen Ästen. Wenn du nicht so eine große Hand hast, du kannst auch so ein Latex-Gummeli nehmen und dann dieses Gummi hier rumlegen. Dann musst du nicht die ganze Hand da so spreizen. Das geht natürlich auch. Und nun haben wir so diesen Stehstrauß hier mal bereitgelegt. Wir legen jetzt die drei Tulpen hier schön sorgfältig in dieses Geäst rein. So, bei mir nebendran ist etwas Lärm. Wir haben das Gefühl, vielleicht sie wollen da mal im YouTube kommen. Ich weiß es nicht genau, was ihr Ziel ist, aber es ist einfach etwas lärmig. Darum verzeiht mir das, Kollegen und Kolleginnen, da zu Hause auf dem Sofa, wenn da jetzt da neben mir etwas Lärm ist. Unten schneide ich mal mit der Schere ein wenig die Stiele ab. Klopfe das Ganze mal auf den Tisch. Dann binde ich ein erstes Mal mit dem grünen Bindebass die Kreation schön gut zusammen. Da kann ich wirklich ganz intensiv dran ziehen, weil ich sicher bin, dass ich alle Äste und Tulpen schön gerade hingelegt habe und somit es kein Problem sein sollte, dass ich da irgendein Ast zerdrücken könnte. So, dann schauen wir mal, ob dieser Strauß auch selber steht. Das macht er. Du siehst jetzt, dieser Strauß steht selber. Wir nehmen jetzt vom Naturbass, weil es ja mit dem grünen Bindebass nicht so toll aussieht, und legen
Strichen passt hier schön sorgfältig um die Kreation rum. Gut anziehen, schauen, dass wir da den grünen Bindepass auch schön abgedeckt haben, dass alle Stiele unten sind, damit am Schluss von dieser, wie soll ich sagen, Kreation dann irgendwann mal die Tulpen wieder ausgewechselt werden können. Und was das Coole ist, auch an dieser Kreation, du kannst dann irgendwann mal diese Hartriegel Äste in den Garten pflanzen, weil die wachen dann junge Triebe und unten machen sie Wurzeln, also hast du auch anschließend noch was davon. So, für die zweite Kreation. Jetzt kommt noch die herausforderndste Kreation, und zwar mit den Birkenästen. Und zwar machen wir das auch in der Spiralenform, diese Kreation. Und da, ja, lass dich einfach überraschen, was hier am Schluss entsteht aus diesem Busch oder diesen, wie soll ich sagen, ganz vielen Ästen. Ich hoffe fest, es wird klappen. Ist ja auch für mich immer wieder eine neue Herausforderung, weil man kann sowas üben. Ich habe es nicht geübt, ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht, aber man weiß dann am Schluss nie, ob es klappt. Wir haben jetzt hier so eine schöne Spirale gemacht, damit wir dann die Äste hier unten schön so spreizen können, dass sie auch schön ein Standbein geben für die Kreation. Wir nehmen da eine noch weg. So. Jetzt nehmen wir eine Tulpe hier rein. Ich nehme jetzt da auch eine Stronghold-Tulpe rein und lege jetzt die Äste hier unten so zu einem Kranz zusammen. Dann binde ich mit dem Naturbass hier bei der dünnsten Stelle, oberhalb der Hand ist es meistens, mal diese Birkenäste schön zu. Dann schauen wir mal, steht diese Kreation schon jetzt von selber. Lassen wir uns überraschen. Einfach darauf achten, dass da alle Stiele schön unten gleich lang sind ungefähr, sonst klappt das auf keinen Fall. Ziehst mal alle Stiele schön nach unten, damit wir da schön mal stabil sind. Das Ganze ist ein wenig herausfordernd. Du siehst, es geht nicht einfach gleich auf den ersten Anlauf. So, jetzt haben wir da ja zu viele Äste noch. Und diese Äste legen wir hier so wie ein kleines Osternest, Frühlingsnest, das Nesten, das startet ja jetzt dann gleich von den Vögeln, die wollen schon bald ihre Jungen irgendwo in ein Nest legen können, und das symbolisieren wir hier mit dieser Kreation. Wir machen das Ganze ohne Draht, wir verhängen hier einfach so diese Birkenäste ineinander. Wir können mal das Ganze jetzt in die Vase reinstellen zum Testen, steht das da hier schon einigermaßen. Ich sag mal so, das ist jetzt wirklich eine Arbeit. Die ist vielleicht nicht gleich für die Anfänger gedacht. Die Anfänger, die sollen sich mal versuchen, zum Beispiel mit dem Tulpenstrauß und dem Heidelbeerkraut, dürfen natürlich sich auch hier ran machen. Dann nehme ich da so eine angedrahtete Schnecke oder Muschel. Du kannst dann im Ostermodus auch ganz gut eine Eierschale nehmen, ein Ei. Geht natürlich auch super gut. Wenn ich jetzt am Anfang gleich schon die Bindestelle getroffen hätte, wäre ich da glücklich gewesen. Du siehst,
nicht alles leuchtet von Anfang an rosig. So, habe ich die Schnecke in der Bindenstelle drin. Lege dann den Draht auch gleich wieder nach oben, so dass ich sicher bin, dass da die Schnecke nicht rausflutschen kann. Jetzt habe ich gedacht, nehmen wir da von diesen kleinen Fäden, die sind jetzt so Hühnerfederart, und können da diese Kreation, ups, noch vollkommen machen. Muss ich da wohl noch Draht nehmen oder kann ich das Ganze so lassen? Ui, es macht mir richtig brutal heiß, diese Kreation. Du siehst also, das ist Realness, direkt aus dem Blumenladen. Da gibt es kein Doppel zu Boden oder sonst irgendwas, sondern ich zeige euch, was ich mache, und ihr könnt euch da inspirieren lassen, und manchmal läuft es besser und manchmal schlechter. Du kannst diese Kreation auch adaptieren und zum Beispiel sagen, ja, weißt du, die Kreation ist ja wirklich toll, aber mit der Schale, das ist wirklich noch etwas tricky. Ich lege mir diese Kreation einfach, ganz einfach in eine große Vase, und dann sieht es auch toll aus. Also du hast da beide Optionen frei. Ich hole dann gleich noch schnell eine große Vase, dann kann ich euch das auch so noch zeigen. Jetzt kommt noch der Sprühkleber. Der hat also einen etwas leichten Duft. Deine Kundin hat erst vor kurzem gerade gesagt, als dieser Kleber, der hat unser ganzes Haus beduftet. Nicht so positiv gemeint natürlich. Also du siehst, ja, es braucht halt für den Klebstoff irgendeinen Duft. Also nicht einen Duft, es duftet einfach. So. Du siehst jetzt diesen Strauß. Jetzt müssen wir da halt schauen, dass wir da wirklich die Stiele schön nach unten ziehen, wie bei jedem Stehstrauß, dass wir die Stiele schön drapieren, dass wir am Schluss den Strauß stehend haben. So, nicht ganz gerade, darum müssen wir da unten noch schauen, dass wir am Schluss wirklich den stehenden Strauß haben. So, wie angekündigt, kannst du natürlich die ganze Kreation auch in eine extra große Vase legen, so wie hier. Dann steht sie dir auch bestimmt. So, dann haben wir den Dreierstehstrauß und diese Tulpen mit den Heidelbeeren. Ja, das waren meine drei Ideen für dich. 1, 2, 3. Sag mir, welche Kreation dir am besten gefällt. Ob die einfache, schnelle, die etwas herausfordernde oder die ganz exklusive, extravagante und schwere Idee. Hey, ich hoffe einfach, es hat dir Spaß gemacht mit dem Blumenmann. Wenn ja, lass einfach einen Daumen nach oben da, kommentiere und abonniere. Und dann sage ich einfach wieder, tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal wieder.